tun uns jetzt einmal um das kümmern. Da muss man zu viel Wasser gießen, weil es gross geworden ist und schnell austrocknet. Jetzt tun wir das umtopfen und machen das mal so am Tisch. Also fast gleich. Es kommt wieder in Zitrusarten rein. Das hat ja hier funktioniert. Da ist ja sogar noch eins mehr rausgekommen. Dann kommt das einmal in einen Sortungstöpfchen rein, wo man ein Loch unten hat. Dann tun wir hier unten einen Stein rein. He? Schönen flachen, dünnen Stein. Ja, flach und dünn, das Gleiche. He? Damit unten nicht rausgeht, außer das Wasser, das rausfließen kann. Dann hätten wir hier ja, so Tonkügel, he? Also mehr oder weniger. He? Ja. Mit dem machen wir unten eine kleine Drainage-Schicht, damit ja, es keine Staunässe gibt, wenn es nicht im Topf, im Untertopf drin steht, im Untersetzer. Und dann haben wir hier noch ein Ceramis-Substrat. Das tun wir dann noch reinmischen zum Zitrus, dass es länger feucht bleibt. Das Zitrus-Substrat habe ich festgestellt, eben, das trocknet relativ schnell aus und wie es so körnig irgendwie ist. Und dazu tue ich deswegen von dem drin. Da tue ich dann ein bisschen abmischen. Brauche ja nicht alles, oder? Und dann kommt das da drin. Aber jetzt zuallererst, jetzt nehmen wir da raus und schauen wir mal anschauen, wie die Wurzeln aussehen. So ein Tamarillo. Wenn es ein bisschen grösser ist, möchte ich jetzt mal gerne noch die Wurzeln gesehen haben. Und die euch auch zeigen. Dann tun wir die jetzt mal zuerst das obere Teil da entfernen, das ich gemacht habe. Als Befestigung. Ja. Das auch raus an den Kabelbinder. He? Steht mittlerweile eigentlich fast ohne, weil es also schon dick und stabil ist. Mal ein bisschen zusammendrücken. He? Indem wir die Wurzeln lockern. He? Man sieht schon hier. Die Wurzeln sind ziemlich viel gegen den Boden. He? Und das hier schütteln. Klöpferle, he? Der andere liegt nebenan dort, ist gut. Ja, es sind ganz ein Haufen kleine, feine Wurzeln, wie man hier gerade sehen kann. He? Das heisst, ich tue es hier nicht weiter auseinander. Sonst mache ich hier die vielen kleinen Würzeln kaputt. Also wirklich fast ähnlich wie richtige wie Fleischtomaten, Tomaten, die wir kennen, die auch ganz Haufen feine Wurzeln bildet. So tut auch die Baumtomaten, die Tamarillo, auch ganz viele kleine Würzeln bilden. Man kann hier jetzt nicht wirklich eine Hauptwurzel erkennen, irgendwo feststellen. He? Ja, gut, also. Abgesehen von dem kleinen hier. Dann haben wir jetzt das und tun das umsetzen da in die andere rein. Dann müssen wir schnell da rein. Ja. Seite legen und die Kameraposition wechseln. Also in dem Fall sind wir wieder auf der anderen Position. Jetzt nehmen wir das einmal. He? Und ziehen hier von dieser Zitrusarte drin. Dann haben wir zwei Löffel Zitrusarte drin. Ja, dann schütten wir ein bisschen den Ceramis drüber. He? Gut. Dann geben wir das Ganze noch ein bisschen vermischen. Gut. Die Wurzel ist nicht ganz so tief. He? Da können wir hier noch ein bisschen mehr rein machen. Gut, das da mal drüber schieben. Dann nehmen wir jetzt das andere Pflänzchen hier, he? Mit den Wurzeln. Das kommt dann etwa so rein. He? Und jetzt tue ich hier ja, mal zuerst wieder ein bisschen Zitruspflanzen rein.
Seite auch noch. Dann haben wir da wieder. Ja, wunderbar. He? Hat fast noch ein bisschen weiter oben lassen. He? Passt mir noch nicht so ganz. So weit oben ist es gegangen jetzt. He? Ja, dann nehmen wir das noch ein bisschen locker. So. Das steht auch noch nicht selber. He? Also kommt er noch mal seine Stehhilfe über hier. He? Ohne alle genug zum selber stehen. Also gut, jetzt machen wir hier oben. Ceramis drin, der Rest wird mit Ceramis aufgefüllt. Gut, also. Und der Setzer kommt noch drunter. Jetzt tun wir ihn noch grad sofort gießen. Er braucht Wasser, he, das ist trocken alles drin. Und dann war es das für den gewesen. Wunderbar. Dann ist noch das Kleine übrig. He. Was mache ich mit dem? Das wird versuchsweise hier rausgesetzt, wo die Granatapfel sind. He. Die sehen auch nicht mehr so schön aus. Ja. Und das hier aussen an, dann schauen wir mal, ob das auch eingeht oder ob das die Temperaturen hier schon verdreht, die wir hier haben. Ja. Es ist doch immer noch ab und zu ziemlich kalt draussen. Das heisst ziemlich, ja. 5 Grad, 6 Grad. He. Manchmal ist es ja, gefahren, ist es nicht gesehen, dann ist es nicht kalt, nicht gefroren. Okay, dann schauen wir mal. He. Da hat sich hier speziell entwickelt. He. Man sieht, he. Da hat sich irgendwie angelegt und wächst jetzt leicht seltsamer. He. Ja, aber er wächst, he. Wunderbar. Gefällt ihm doch, sieht gut aus. Da kommt auch schon wieder etwas Neues führen. He. Wunderbar. Wo hier im orangen Topf ist, he, wir sehen, das Blatt sieht nicht so gut aus. Vermutlich braucht ihr wirklich viel mehr Wasser. Weil wenn wir hier nehmen, schauen, auf unseren Anzeiger, dann ist der ziemlich rot. Ja, es spiegelt halt ein bisschen. He. Ah, jetzt. Ja. Geht nicht, es spiegelt immer noch. Aber man sieht, es ist rot. Daraus können wir jetzt mitnehmen, dass die Pflanze ziemlich mehr Wasser braucht, um es nicht so weit aufs Rot haben dürfen. Was habe ich jetzt vor? Damit ich euch zuerst noch einen Vergleich zeigen kann mit deren, die wir am Anfang auch noch gesehen haben, wo ich die drauf hatte mit einer anderen, wo zwei einzelne kleine noch immer reingekommen sind. He. Jetzt tun wir die Pflanzen einmal rausnehmen und schauen, wie viel Wasser da noch drin ist. Bei der Anzeiger, ja. Da haben wir noch Erde drin, wie es aussieht. Ich weiss nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Das sieht ziemlich trocken aus, wenn da noch Erde ist und die Erde keine Feuchtigkeit hat. Hier machen wir es dann vermutlich so, wenn es hier keine Erde hat. He. Aber jetzt schauen wir mal rein, wie es hier innen aussieht. Falsch gedacht. He. Ich denke, der Akku reicht noch länger. Okay. Und zwar lassen wir da jetzt so rein, wegen der Wurzeln. Lassen wir es mal so. Und dann tun wir jetzt hier innen auf der Seite. Mal ein bisschen frei machen, müssen wir schauen. Und zwar nehmen wir jetzt so einen Wasserstandsanzeiger, damit man weiß, wie viel Wasser es noch drin hat. Da mache ich jetzt beides drin. Hier prüfe ich jetzt einmal, wie trocken der denn ist oder wie feucht. Und hier sehe ich dann, wie viel Wasser es noch drin hat, weil die Wurzeln gehen ja länger, haben wir gesehen. Den kann ich nur nicht bis abend machen. Den mache ich gerade, dass er hier oben, knapp oben bündig ist. Ungefähr, dass er hier fast oben bündig ist. Der Wasserstand so hat. Hier nebendran sehen wir gerade den Dünger. Obwohl das ja schon vordüngt ist, tue ich den mit Wasser rein, der verdüngt ist. Und zwar ist das Tomatendünger. Und dann füllen wir hier jetzt 1 Liter Wasser rein. Reinfüllen. Okay, ungefähr so.
sind wir bei der Anzeige Optimum. Das andere restliche Substrat, das ich rein tue, das wird dann noch mehr Flüssigkeit aufsaugen. He? Optimum sieht jetzt so aus hier innen. He? Da sieht man, wo das Wasser steht. Das Ganze so wie es ist. He? Dort rein. Ja, da muss man stehen bleiben. He? Gut. Also ein bisschen schräg gemacht, dass der ein bisschen mehr grad steht. Und jetzt kann man hier den Rest wieder reinfüllen. Wunderbar. Okay, der Wasserstandsanzeiger, he? Oh lala, ja, das tun wir auch gerade schnell mitnehmen, he? Dass wir das auch gerade sehen. Da kann man gerade beobachten, he? Wie der schon gesunken ist, weil das restliche trockene Substrat das Wasser aufgesogen hat. Man könnte ja denken, wenn man mehr drin tut, verdrängt das Wasser, aber weil es halt eben so trocken ist, he? Saugt das auf und es wird noch weiter runtersinken. Ja, prima. Wasserstand einmal auf Optimum halten. Und weiter geht es gerade mit der nächsten Pflanze, Tamarillas, die wir auch einmal gesehen haben. Die zwei einzelnen in diesem Wissen und sind gespannt, was hier passiert ist. Ja, hä? Wenn wir das hier so vergleichen und anschauen, dann sehen wir, wie massiv das Tier gewachsen ist. Das ist die vom 13.03. einmal ja, ein bisschen kleiner gewesen. Und jetzt, fast einen Monat später, hat die Blätter, die grösser sind als meine Hand, ja, keine kleinen Finger. Die ist wahnsinnig gut gewachsen. Im Gegensatz zu der anderen, im orangen Töpfchen, ist die viel besser gewachsen. He? Auch hier, wenn wir vergleichen, hier unten noch der Stamm. Der Stamm ist auch recht gross gewachsen. He? Ja, die Finger sind jetzt kein guter Vergleich, nicht jeder hat die gleich grossen Finger. Aber wir sehen schon, wie er von unten anfängt, holzig zu werden. He? Lustig ist zu sehen, hier unten, he, das ist gerade ein Weg. So, dass die eigentlich nur gerade so hier steht. He. Der Stamm von hier Wurzeln ausbildet quasi. He. Ja. Und nicht irgendwie noch tiefer rauskommt. Auch hier schaue ich immer, eine 4 zu halten. Ich wollte eigentlich das noch nicht jetzt schon zeigen, weil ich hier einen anderen Topf mache. Leider bin ich hier auch reingelaufen. Er ist nicht komplett dicht. Unten bildet sich Feuchtigkeit, darum habe ich etwas darunter machen. Also Keramiktopf, nicht gleich Keramiktopf, so vielleicht gerade auch für euch zum Mitnehmen. Ich wirklich darauf achten. Das war jetzt zwar Occasion, aber ja. Denn der eine war ja auch glasiert, aber das sagt jetzt offenbar nichts aus. Da müssen wir wirklich die testen, denn daheim, ob sie dicht sind, habe ich bei dem gemacht. Aber das kommt erst langsam mit der Zeit raus, das Ganze, die Feuchtigkeit. Ja, das ist gigantisch. Das ist einfach gigantisch, wie das gewachsen ist. Wow. Das ist ein Blatt, genau. Damit man etwa weiss, wie gross es ist, habe ich mal den Meter genommen. Wir sehen, he? Ja, da vorne auch, he? Also die Blätter, die sind 17 cm groß, das sind riesige Dinger, he? Juhu, he? Also,
Das wäre es gewesen. Da passiert ein Haufen Verschiedenes bei den Pflanzen bei mir. Genial. Draussen haben wir ungefähr um die 15 Grad. Das gefällt der Pflanze gar nicht. Die hat sonst ganz schöne, straffe Blätter. Ja, die sind mittlerweile auch wieder richtig groß gewachsen. Aber ja, ich habe jetzt extra noch Wasser gegeben. Eigentlich ist es feucht genug. Jetzt lampt da aber alles. Vermutlich, wenn noch ein kühler Wind geht, mag sie das gar nicht. He? Obwohl noch eine andere Dusse steht. Gehen wir schnell da rüber. Da steht noch eine andere Dusse. Deren ihre Blätter sehen eigentlich gut aus. Vermutlich, weil die mehr Wasser hat. He? Also der geht es gut. Und der geht es nicht gut. Die wird wohl eher zu wenig Wasser haben. Ich lasse jetzt einmal draußen und beobachte, ob es daran gelegen hat, dass sie nicht feucht genug ist. Hier geht das Wasser irgendwie relativ schnell durch in diesem System. Und beim nächsten Update werde ich berichten, was passiert ist. Da halte ich immer ein bisschen so im unteren Bereich. Bei mir musste ich einfach feststellen, vermutlich wegen dem Wasser. Weil in einer anderen Wohnung habe ich mit dem Wasser das Problem nicht gehabt, dass die Oberfläche an mir eben so komisch weiss aussieht, wie ich euch auch schon gezeigt habe. Jetzt sieht sie besser aus, weil es nicht ganz so nass ist, aber es noch Wasser drin hat. Ich darf also nicht zu viel rein tun. Es müsste der Topf vielleicht deutlich grösser sein, dass das ja, anders funktioniert. Und hier habe ich noch Stängel drin gemacht, weil der relativ schräg war. Das Stängel hier, das Weisse da. Damit ich ihn ein bisschen gerade kriegen kann. Ich möchte ja da nicht so schräg wachsend haben. Sieht ja nicht so schön aus und braucht ein bisschen mehr Platz. Und da ist mittlerweile auch gut gewachsen. Die Blätter sind auch schön gross geworden. Ja. So ist es. Und das ist eigentlich da im kleinsten Töpfchen. So ein Quarkbecher. Da sieht man auch schön den Wurzeln drin wachsen. He? Ja, so halb viel hat es nicht. Das ist ja der, wo irgendwie immer ein bisschen schlapp aussieht mit den Blättchen. Vielleicht weil ich immer ein bisschen zu wenig Wasser gegeben habe. He? Kann sein. Ich habe dazu gemerkt, dass es zu wenig Wasser hat. He? Ja, da sieht man es amüs. Aber jetzt ist es noch feucht. Das ist schon gut. Da wächst auch schön, he? Im Moment, mehr oder weniger schön. Sieht halt eben ein bisschen schrumpelig aus. Da, ja, tun wir da mal die Größe noch festhalten. He? Was haben wir hier für eine Größe? Da, da, he? Da haben wir. Ja. Etwa 33. He? 33. Okay, gehen wir. Zum nächsten. Dann sind wir jetzt bei denen, die zum zweiten in einem drin sind. Noch, im Moment noch. Habe ich dann mal vor, das umzusetzen. Aber hier sehen wir gerade mal auch schön also den Wurzelbereich. Das ist im oberen Teil. He? Und hier ist der Stamm. Ja, müsste ein bisschen helfen. He? Dass man es besser sieht. Der Stamm ist hier ja, etwa einen Zentimeter dick, he? Wenn man sieht. Obwohl sie das zweite drin sind in dem kleinen, he? Ja, mehr oder weniger kleinen, he? Sieht man ja, Wurzeln oben schon. Und ja, die Höhe bei dem festhalten, he? Mal kurz schauen da. Bei dem hier hätten wir etwa, ja, 38 etwa, he? Und der grosse nebendran, da sind wir bei, ja, sehen Sie, dann kommen wir jetzt noch zum letzten, der hier in diesem weißen Topf drin ist. Da muss ich relativ viel Wasser geben. Der trocknet schnell aus, läuft schnell das Wasser durch. Wir sehen schon, dass der wirklich einen mordsmäßigen Stamm hat. Zuerst habe ich gemeint, der liegt ab. Also er wächst nicht weiter, aber dann hat er sich wieder weiterentwickelt. Und der ist massiv gewachsen. Wenn man sich hier den Stamm anschaut, so. Den Stamm, das darf ich so nennen.
Dann können wir hier mal schauen, wie gross, wie dick das da ist. He? Ja, bin ich da oben da. He? Ja, wir sehen es. Das ist 1,7, 1,8 cm gross. Er hat einen ganz massiven Stamm bekommen. Es ist auch der, der am kräftigsten gewachsen ist von allen. He? Das ist der mit den grossen Blättern. He? Das ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich, wie der grosse Blätter bekommen hat. Tun wir mal hier nochmal einfach kurz einen Vergleich machen, he? Von Hand und Blatt. He? Das ist wahnsinnig, he? Wie das gross ist am Anfang. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt da immer, wenn es schön Wetter ist, auf dem Balkon rausgemacht habe. He? Hier haben wir das Blatt. Das heißt, das Blatt ist, das ist gerade 30. Das ist gerade 30 cm gross, das Blatt. He? Und in der Breite hat es etwa 23. Da ist immer auf dem Balkon, jetzt ist es wieder schön, da machen wir wieder raus. Die Nacht ist er wieder drinnen, dann ist es mir zu kalt, wird es ja nicht draußen lassen. Und der andere Morangstopf, den stelle ich auch seit ein paar Wochen immer wieder raus, wenn es schön ist. Jetzt ist es eine Zeit wieder nicht schön gewesen. Ja, da sehe ich auch gerade etwas. Ja, man sieht, manchmal hat es da so kleine Besucher drauf auf den Blättchen. Das ist, wenn du es dann plötzlich draußen hast. Die tun wir dann einfach mit etwas abputzen, dass sie weg sind. He. Tja, nochmal ein Update. He. Mir ist jetzt gerade ein Missgeschick passiert. Eigentlich hätte ich das nicht nochmal raus sollen, um etwas zu machen. Nachdem ich das Unbekannte von der Waldmeisterkiste wollte zeigen, bin ich dran gekommen. Weil das ein bisschen offenbar nicht stabil genug auf dem Stuhl drauf gestanden ist. He. Und dann ist der runtergefallen. Ausgerechnet natürlich der grösste und der schönste. He. Und gebrochen. He? Jetzt tue ich den halt einfach hier schräg abschneiden und schaue, ob er wieder wächst. Wenn nicht, tja. Missgeschick, muss man das so nennen, he? Kann man bereits aber schon Sachen erkennen. Und zwar, dass hier irgendwie sich jetzt wie kleine Austriebe bilden. He? Da unten, he? Ja, also da scheint was zu passieren, he? Da wächst unten raus, weil oben weg ist, he? Das sieht schön aus, das bin ich erfreut über das. Da habe ich halt einfach abgeschnitten und nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich ihn jetzt, weil er hier frisch geschnitten ist, einfach nicht mehr auf den Balkon hier habe und warte jetzt ab, bis das wirklich richtig vertrocknet. Hier sieht man schon, wie es eintrocknet, dass das zu ist quasi. Ja, ist wie eine offene Wunde. Wenn in eine offene Wunde Dreck reinkommt, ist das nicht so gut. Deswegen habe ich das jetzt einfach nicht mehr rausgestellt, dass das zuerst hier in der Wohnung abtrocknet und von draußen nicht irgendetwas reinfliegt, wo die Pflanzen vielleicht schädigen können, noch mehr, als sie schon ist, ja. Dass sie dann kaputt gehen können, wenn dort vielleicht eine Krankheit reinkommt. Und schauen wir mal, he? Bis jetzt sieht das immer noch gut aus. Könnte noch speziell werden, das Ganze. Das sieht gut aus hier. Ist schön vertrocknet und hier sehen wir, he? Wächst immer mehr raus. Und wenn wir weiter runtergehen, ist noch viel mehr, he? Also das scheint gut zu kommen hier, he? Dass das hier wachsen will, he? Ja, dann bin ich doch froh, dass das wieder wächst, he? Ach, schade, wenn das kaputt gegangen wäre, he? Bin ja ganz gespannt, was das wohl für eine Pflanze jetzt gibt, he? Wenn das hier so rauswächst, he? Ich habe mich jetzt entschieden, weil das Ganze ja hier so gut wächst, he? Die grossen Blätter, die wir gesehen haben, auch noch zu entfernen. Dann tue ich das immer unterhalb von dem, was hier jetzt rauswächst, abschneiden. Weiter in die neu gewachsenen Blätter reinkommen kann.
Wir können hier zwar sehen, dass das hier gerissen ist. Das habe ich auch erst jetzt entdeckt. Das ist vermutlich auch leicht gebrochen. Das lassen wir einfach so. Und jetzt habe ich das überall abgeschnitten, damit das so schön wächst. Sie sehen, hier könnte man fast noch etwas mehr. Ich lasse es jetzt so. Und im oberen Bereich ist das schön zu geworden. Und das Ganze sieht jetzt eigentlich so aus. Und ja, jetzt schauen wir mal. Das sieht gut aus, dass es so weiter wachsen könnte. Das ist schön nachgewachsen alles. He? Ja, wunderbar. Jetzt will man noch mehr. Dann eigentlich noch von der anderen Seite. He? Ja, sieht man genau, in welche Richtung. He? Es wächst, wenn man es ab und zu dreht, dreht sich das auch einfach wieder. He? Und hier unten haben wir auch den Riss, den wir hatten, den wir gesehen haben. Das scheint nicht weiter ein Problem zu sein. Sechste. Wir hätten hier die in diesem kleinen Töpfchen. Man sieht gut, wie das Substrat hier immer weiter nach oben kommt. Deswegen, weil das jetzt mehr Wurzeln macht. Und dann drückt das die Erde oder halt einfach das, was wir nehmen, als Substrat oben raus, wenn es auf der Seite nie hin kann. Aufgrund von dieser grossen Fläche dieser Blätter, das sind doch ziemlich grosse Blätter, verdunstet hier auch viel Wasser und sie braucht auch sehr viel Wasser. Deswegen machen wir jetzt die kleine zwei Sachen. Eins, eine Selbstbewässerung und zwei, wir tun sie ja immer noch abschneiden. Wir haben ja auch gesehen bei einem anderen, dass das funktioniert und dann schön weiter wächst. Okay, Selbstbewässerung bauen wir uns selber. Ich zeige euch wie. Dann klopfen wir hier ein bisschen, dass das sich mehr verdichtet. Weiter oben habe ich nichts mehr eingefüllt. Und dann geben wir auch gerade noch wieder Wasser. Jetzt tue ich hier noch das Schneiden, wie ich gesagt habe. Ich tue das hier etwa immer einen halben Meter abschneiden. Prima, das war es in dem Fall gesehen. Weil hier hat er schon wieder als Austrieb davon. Möchte ich jetzt verhindern. Und so lassen wir ihn jetzt wachsen.